Sports, Floors und Ideas sind unser Motto. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im Novomatic Forum. Wie das Novomatic Forum 1922 bzw. 1923 von den Architekten Schmidt und Eichinger geplant wurde, ist sehr viel Zeit vergangen. Zu diesem Thema möchte ich Ihnen kurz zu Kindl, auch zu unserer Geschichte etwas erzählen. Wir wurden 1897 in Lungölz gegründet, das ist im Lammertal, wenn Ihnen das etwas sagt, wo der Skifahrer Marcel Hirscher her ist, dort ist unsere Geschichte oder hat sie begonnen und nach 115 Jahren hat sich Folgendes entwickelt, dass wir zu einem Global Player geworden sind und unsere Standorte in Salzburg, in Lungölz und in Salzburg neben der Autobahn derzeit sich befinden. Auch bei uns ist die Zeit nicht stehen geblieben und wir machen Trends, Dekore und eine Vielfalt mehrerer Sachen noch dazu. So könnte die Küche derzeit bei Ihnen ausschauen. Die Zeit ist nicht stehen geblieben und so könnte es bei Ihnen jetzt aussehen. Ein sehr wichtiges Thema bei uns ist der furnierte Bereich. Wir planen und lassen Holz einfach altern. Es ist ein wichtiges Thema. Wir nehmen einfach altes Holz von alten Gebäuden her, bearbeiten das bei uns in der Firma weiter und bringen das auf eine Platte. Dann könnte das Möbel bzw. die Einrichtung später bei Ihnen so aussehen. Nicht nur mit Altholz machen wir Produkte, sondern auch mit Standardfurniere. Das heißt, wenn Sie Sonderfurniere von uns benötigen, können wir das genauso auf die Platte bringen. Sonderlösungen mit gewissen Breiten und gewissen Furnierprägungen, ob das eher schlicht gehalten sein soll oder eher mehr mit Fladern nennt sich das, können wir Ihnen genauso auch anbieten. Sehr viele Verarbeiter sind an uns herangetreten und haben gesagt, macht doch eine Platte, wo wir schon eine fertige Oberfläche haben. Das Problem ist, dass viele Verarbeiter nachher bei Ihnen in den Werkstätten lackieren müssen, beziehungsweise das Problem haben, eine regelmäßige und schöne Oberfläche zusammenzubekommen. Wir haben uns mit unseren Technikern zusammengesetzt und sind auf die Lösung Finoboard gekommen. Finoboard ist eine Trägerplatte, auf die Trägerplatte kommt ein Furnier und auf die Furnier kommt ein Overlay drauf verpresst. Der Vorteil für Sie ist ganz einfach, Sie können das sehr gut im Hotelbereich, im Pflegeheimbereich und auch in öffentlichen Bereichen einsetzen. Ja. Der Vorteil der Platte ist, Sie können das relativ leicht pflegen, Sie können sehr gutes einsetzen wegen Glattspuren, weil da bei dieser Platte nichts zurückbleibt, weil es sehr widerstandsfähig ist durch dieses Overlay, was drauf verpresst wird. Darum auch diese schöne Aussicht in Salzburg, dass es widerstandsfähig ist. Ich habe Ihnen noch einige Objekte auf den Fotos mitgebracht, wo Sie sehen können, wo unsere Platten eingesetzt werden. Das ist zum Beispiel ein Hotel, eine Hotelbar, wo unser Verarbeiter architektonisch eine perfekte Barlösung gemacht hat. Hotel Klepacz, wo wir das umgesetzt haben mit unseren Finoboards. Vinarium in der Schweiz sind auch fundierte Platten, die teilweise in Finoboard-Ausführung von uns an unseren Kunden geliefert worden sind. Natürlich auch für den privaten Bereich haben wir Lösungen, so wie hier, wo ein Kunde von uns eine Küchenlösung mit runder Ausführung produziert hat. Auch im Hotelbereich, hier ist ein Objekt Hotel Berghof in Deutschland, werden unsere Platten eingesetzt. In erster Linie natürlich auch für Wandkästen oder Vertäfelungen, beziehungsweise auch für Stiegengeländer oder auf die Tür hinauf. Wichtig im Hotelbereich oder öffentlichen Bereich ist für Sie, dass wir auch die Lösung in A1 und B1 Ausführung für Sie machen können. Hier ein weiteres Foto vom Hotel Berghof.
Hier die Volksbank in Brien, auch wieder Sonderlösungen im fundierten Bereich. Le Mariator in Genf, auch wieder Finoboard-Ausführungen im Hotelbereich. Weiters in Wien, Österreichische Nationalbank, haben wir mit einem Kunden umgesetzt, auch Finoboards, welche verarbeitet worden sind und ein schönes Objekt daraus geworden ist. Derzeit aktuell, was wir umgesetzt haben, ist in G3, das neue Einkaufszentrum, haben wir einige Shops mit furnierten Oberflächen ausgestattet, beziehungsweise Hotel Sacher in Baden haben wir mit einem Kunden gemacht, gehört auch zur Novimatic-Gruppe. Und ein weiteres neues Gebäude ist die Hypo Bank in St. Pölten, welche vor kurzem erst eröffnet worden ist. Dort sind auch fundierte Platten in runden Ausführungen von uns eingesetzt worden. Nicht nur der fundierte Bereich ist für uns wichtig, sondern auch der Dekorspanbereich ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Und wie ich schon bei der Einleitung von meiner Präsentation erwähnt habe, ist auch hier die Zeit nicht stehen geblieben. Sie müssen sich vorstellen, früher waren die Dekore eher schlicht und manchmal, übertrieben jetzt gesagt, vielleicht fadwirkend. Ja? Und wir haben in den letzten 2 Jahren folgende Neuigkeit entwickelt, und zwar nennt sich das Synchronoberfläche. Das wird so gemacht, auf eine Trägerplatte kommt ein harzgetränktes Papier und ein Oberlay, und das Oberlay wird synchron mit dem Papier oder ja, Papier eigentlich verpresst, und man sieht wirklich die Struktur. Das heißt, wenn Sie mit der Hand drüber greifen, merken Sie oder Sie glauben, Sie greifen über echtes Holz drüber. Diese Neuentwicklung ist am Markt sehr gut angekommen, und wir werden nächstes Jahr einige neue Oberflächen mit diesen synchroner Verpressung auf den Markt bringen. Weiters natürlich sind wir nicht nur in den synchronen Bereich auch tätig, sondern auch im Unifarbenbereich. Hier haben wir zum Beispiel einen Friseur in Basel ausgeführt mit ultramatten Tönen. Ultramatten Tönen auf die Korspanplatte verpresst und dementsprechend eingesetzt. Schulanlagen sind auch ein wichtiges Thema. Einige österreichische Türenproduzenten nehmen oder eigentlich die größten, ja, nehmen unsere Dekorspan- oder Schichtstoffplatten her und verpressen die auf die Tür, damit dass sie widerstandsfähige Türen zusammenbekommen, sprich gegen Stoßempfindlichkeit, sind einfach Schichtplatten, die was auf die Türe verpresst werden. Hier noch einige Fotos von Küchen und Privathäuser, wie man das mit unseren Dekoren gestalten kann. Ein weiteres Thema von uns ist der Boden. Oder der dritte Bereich von uns. Beim Boden schaut es so aus, wir machen für Sie Laminatboden, wir machen für Sie Korkboden und Holzboden. Eine neue Technologie von uns beim Holzboden ist der Wood Flooring Premium. Da bürsten wir bzw. machen einen Querschliff, man sieht das hier recht gut, einfach in das Holz hinein, einfach um eine bessere Wirkung zu erzielen. Zusätzlich noch eine Vorfuge dazu, dass das Ganze noch natürlicher wirkt. Zweite Ausführung ist ausgebürstet. Ein weiteres Thema, oder hier sieht man das Ganze noch einmal in der Fläche, schön verlegt. Ein weiteres Thema ist von uns, wir bedrucken den Boden. Wir nehmen als Träger Eiche her und die Eiche wird später digital bedruckt. Wir können solche Sachen machen wie hier, darum haben wir auch ein Muster mitgenommen, wo wir einfach ein Logo reindrücken können. Oder aus Liebe zur Architektur, wo wir Beschriftungen reindrücken können, das geht schon so weit. Wenn Sie sagen, Sie haben einen eigenen Kunden, der will sein Logo drinnen haben, dann können wir das dem Kunden planen und wir können praktisch das Logo auf den Boden drucken. Hier ist auch praktisch der Boden digital bedruckt.
hier genauso. Hier wieder ein kleines oder hier ein kleines Objekt, wo wir diese Sachen eingebaut haben. Um diese neuen Produkte besser bei den Kunden platzieren zu können, haben wir in Salzburg ein eigenes Candle Floor House, wo wir alle unsere Produkte im Bodenbereich herzeigen können, beziehungsweise wo der Kunde auch hingehen kann und kann tasten und fühlen und wie sich die ganzen Böden eigentlich präsentieren. Das befindet sich in Salzburg und seit kurzem haben wir das Ganze auch in Wien. In Wien haben wir genauso ein Floorhaus, das befindet sich beim Verteilerkreis, circa Richtung Grenzackerstraße rauf, und MyPlace ist eine Einlagerungsfirma und dort sind wir praktisch eingemietet mit einem Verkaufsschauraum mit 230 Quadratmeter. Wichtig bei allen zwei Floorhäusern, eines in Salzburg, eines in Wien, ist, dass Sie digital praktisch den Boden einspielen können und Sie können digital praktisch durch Ihr oder durch ein Haus gehen und Sie können sich den Boden Ihrer Wahl dort ansehen, wie das eigentlich im Raum aussieht. Bei der Technik bleiben wir natürlich auch nicht stehen. Es wird immer wichtiger, die Technik auch im Vordergrund zu holen. Jeder hat schon ein Handy einstecken. Ja. Man kann mit dem Handy schon sehr viel machen. Man kann mit dem Handy Handy parken und alles machen. Und Sie können bei uns mit dem Handy sich mit dem iPad bzw. mit dem iPhone einwählen und unsere Sachen auch downloaden. Eine weitere Geschichte ist auf unserer Homepage. Sie können Online-Interior-Studio nutzen. Das heißt, Sie können praktisch, gibt es verschiedene Einbausituationen, Sie können die Fronten ändern, Sie können die Wandfarbe ändern, Sie können den Boden ändern und Sie können sich ein bisschen durchklicken und sehen, wie das Ganze nachher dann echt ausschaut. Gut, nach meinem Vortrag bzw. nach dem Herrn Dotzauer stehen meine Kollegen und ich Ihnen recht gerne zur Verfügung bei offenen Fragen. Ich sage nochmal danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe Ihnen Herrn Dotzauer die Worte. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Dotzauer, Art Director und Betreiber des CED Design Studios in St. Gallen, Schweiz. Wir gestalten seit 20 Jahren mit einem Team von 10 Mitarbeitern handgearbeitete und handgestaltete Oberflächendesigns. Vor 10 Jahren erkannten wir, dass eine große Medienentwicklung bevorstand. Die Digitalisierung von und Speicherung sehr großer dreidimensionaler Bilddateien für den Digitaldruck. Daher auch die Zusammenarbeit mit der Firma Kindle. Auf unserem 3D-Scanner haben wir unzählige Objekte unseres Schaffens gescannt und archiviert. Wir verfügen heute über eine außergewöhnlich große Sammlung an Oberflächendateien für den Digitaldruck. Zu unseren Aktivitäten gehört aber auch der Verkauf dieser Dateien. Und an führende Unternehmen der Oberflächenindustrie, dass sich unsere Verkaufstätigkeit an der jeweiligen Baukonjunktur in unseren Absatzmärkten ausrichtet, fokussieren wir unsere Tätigkeit momentan auf die europäischen und asiatischen Märkte. Dies führt jedoch bei unserer folgenden Trendanalyse zu einem einmalig großen Richtungsunterschied. Auf der einen Seite haben wir Europa mit einem ganz klar zu erkennenden Trend zur Nachhaltigkeit, dem historischen und naturnahen. Auf der anderen Seite haben wir China, Russland und Indien mit dem Trend zum Extrovertierten und Außergewöhnlichen. Nun zu meiner Präsentation und unseren Moodboards. Das erste Moodboard zeigt das Thema Art Beton. Ursprünglich hauptsächlich zu finden in Lofts, Industriegebäuden, Umnutzungen historischer Gebäude. Heute aber auch aus keinem Einfamilienhaus mehr wegzudenken, wenn der Bauherr einen urbanen Anspruch an das Interieur stellt.
Das nächste Thema ist Retrografik. Einige dieser Themen haben wir schon mit der Firma Keindl umgesetzt und sind auch im Verkauf. Vorzufinden sind diese Ideen vor allem in Altstadtwohnungen mit vorhandenen Innenausbauelementen wie Entrees, Küchen und Bäder. Die neue Interpretation dieser grafischen Elemente und ihre Integration in zeitgenössischen Innenausbau. Dieses Thema nennen wir Old Fashioned, vorhanden vor allem in herrschaftlichen Apartments. Es gilt, wertvolle Handwerksarbeit zu integrieren und mit modernen Bauelementen zu kombinieren. Auch in diesem Bereich haben wir einige neue exotische Hölzer mit der Firma Keindl umgesetzt, alle auf Eichenbasis, also sehr umweltfreundlich. Urban Lines handelt vom historischen Vorstadthaus. Es gibt die Möglichkeit zur modernen Gestaltung mit der Interpretation neuzeitlicher Geometrie. Wir sehen hier die Tendenz zu Überlagerungseffekten, monochromen Schindelungen, konstruierter, sachlicher Nüchternheit. Linienspiele, Schichtungen, vorherrschende Farben hier sind schwarz, anthrazit und dunkelbraun. Die nächsten vier Themen gehören zu unserem Contemporary Style. Neue Eleganz. Ursprüngliche Inspiration war hier die Cocktail- und Abendmode. Das Ganze soll sehr glamourös wirken. Mosaik-Einlegearbeiten wirken wie Cartier-Colliers, sporadisch eingesetzte Schmucksteine wie Konfetti, Flecken oder Wasserverläufe. Das Ganze soll gehalten sein in Grau-Schwarz-Kombinationen oder kontrastierenden Schwarz-Weiß als Referenz zum Smoking-Kostüm. Beim Thema Urban Stone. Hier war die Inspiration zu diesem Moodboard das Thema Art Brut oder der moderne Onsen-Stil japanischer Thermalbäder. Einfache, ausdrucksstarke Linien, ruhige, changierende Graunuancen, haptikbetonende Prägungen, Steinparkett und Gravierungen in Stein. Das Thema Light Grey, die seidene Transparenz eines Sommerkleides, zarte, beschwingte Leichtigkeit in Grau-Beige. Finden können wir diese im Innenausbau bei entsprechenden Furnieren der Firma Keindl, gekalkten Parkettböden und Betonschalungen. Nun zum nächsten Block, den nennen wir Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. Und gerade in diesem sehen wir ein großes Potenzial für den europäischen Markt. Dieses Thema nannten wir Country Style. Die Stichwörter hierzu sind Berghüttencharme oder mein Baumhaus. Alles 100% massiv Holz, lokal gewachsen, naturbelassen, unbehandelt. Genagelt, gespalten, gehämmert, gerissen, was Sie wollen. Unregelmäßige Dielen an Wand und Böden. Fundstücke wie Schwemmholz aus Bergseen. Alles wird wiederverwendet, aber in seiner Funktion verändert. Vorherrschende Farben hier, das helle Beige der Bergfichte, mittelbraun und schwarz. Die Woodloft, wiederum hauptsächlich zu sehen bei der Umnutzung historischer Industriebauten. Die Verwendung lokaler Holzarten ist sehr wichtig. Die Hölzer wirken grafisch mit starker Musterung, meist
lokale Fichten oder Eschen. Wiederum mit weißer Kalkung, um die Räume mit Licht zu fluten. Farbkombinationen hier, goldenes Beige, Hauttöne, Weiß in Kombination mit Mittel und Dunkelgrau. Dieses Thema Casual Chic and Handicrafts. Der Bewohner trägt seine Umgebung wie eine dritte Haut. Er möchte sich wohlfühlen, möchte die handwerkliche Natur betonen. Das gealterte Finish assoziiert Geschichte. Hier sind die vorherrschenden Farben Schokobraun und alle momentanen Blue Jeans Farben. Terra Crea, gebrannte Erde oder Lehm. Wiederentdeckung der raumklimatischen wertvollen Eigenschaften von Lehmwänden und offenporigen Lehmböden. Terrakotta bietet überdies gelebte Tradition, authentisches Leben, Möglichkeit für Brenneffekte, unregelmäßige Spuren und kann natürliches Wohnklima vermitteln. Cool Green. Jetzt bringen wir den Frühling ins Haus. Das zarte Erwachen der Natur bringt Frische in den urbanen Wohnraum. Lindgrün und Petrol als neue Akzentfarben für die Einbindung der Natur in die Wohnumgebung. Nun, das waren jetzt Moodboards für die Oberflächen, für die generellen Farben, die wir 2013 aus unseren Verkaufsaktivitäten ersehen konnten und die wir für das nächste Jahr prognostizieren. Ich wollte Ihnen auch noch etwas näher bringen, was die momentanen Einzelfarbentendenzen sind. Hierzu auch noch einige Bilder. Das erste wäre mal Kupfer. Kupfer als Referenz zum Stil der 60er Jahre. Nach der Farbe Champagner Rosé, die auch sehr populär war, sicher die heißeste Neuigkeit am immer größer werdenden Metallic-Farbenmarkt. Schwarz. Schwarz war wiederum omnipräsent an der Mailänder Möbelmesse, unter anderem auch bei Tonet, mit diesem Stuhl hier oben, links. Schwarz eignet sich ungemein gut für die Verwendung mit Kunststoffen, veredelt ihn sozusagen, in Hochglanz oder mattiert und in allen Schattierungen. Weiß. Weiß wurde auch wieder in allen Tonalitäten von Objektdesignern verwendet und scheint weiterhin topaktuell zu sein. Sunshine Yellow. Genauso wie Türkis ist Sunshine Yellow eine der positiven Lebensfarben. Und mit so viel Weiß und Schwarz war es eine willkommene Abwechslung. Türkis. Die Anziehungskraft von Türkis ist einfach zu verstehen, da es immer mit kristallklarem Wasser und Sommerferien in Verbindung gebracht wird. Chocolate. Nach der Milchschokolade geht der Trend jetzt zur schwarzen Schokolade. Als Ersatz für die immer größer werdende Verwendung von dunklen Hölzern ist es sehr gut geeignet. Neonfarben. Neonfarben halten sich in allen Varianten seit einigen Jahren erfolgreich und werden oft zur Auffrischung von Möbeln und Accessoires aus den 1960er Jahren verwendet. Claret Bordeaux Rot. Bordeaux Rot war die große Neuigkeit bei Fashion Events von Donna Karan, Diane von Fürstenberg
Bei B&B war es die Hauptfarbe von Antonio Citterios Lucrezia Polstermöbel, das man unten sieht. Peppermint. Trendfarbe Peppermint begleitet uns schon seit 2 Jahren und wir sehen immer noch eine große Verwendung. Mint wurde beim Hersteller E15 sehr vielfältig verwendet. Flash oder Hautfarben. Eine interessante, lang anhaltende Trendfarbe, die ihren Ursprung in den Kosmetikgrundierungen hat. Varianten vom hellen Pfirsich bis zu tief gebräunten Hauttönen, unter anderem wie Terracotta. Sky Blue, Himmelblau, als willkommene Auflockerung der vorherrschenden Grautöne, auch in Verwendung als Farbkombination mit Nussbaum, sehr schön geeignet. Petrolgrün. Grüntöne begleiten uns schon seit einigen Jahren. Petrol lässt sich aber besser mit dem Vintage-Stil verbinden als das Frühlingsgrün. Deshalb sehen wir zukünftig eine erhöhte Verwendung dieser Grünvariante. Tomato Red. Tomato Red bringt augenblicklich Lebendigkeit in das Zusammenspiel mit den neutralen Farbpaletten. Schön zu sehen auch bei der Anwendung von B&B's Love Papillo Sofa. Oben links wiederum. Amethyst. Die Farbe Amethyst hat ihren Ursprung aus dem Schmuckhandwerk und wird heute zur optischen Aufwertung von Gebrauchsgegenständen verwendet. Als Beispiel der Kerzenhalter von Philipp Stark für Kartell. Nun möchte ich noch einige Ausführungen zu unserer Trendanalyse machen. Wir verfügen in Europa über eine weltweit außergewöhnlich wertvolle Bausubstanz aus einer Hochblüte der gesellschaftlichen Entwicklung. Keine andere Weltregion hat eine so große Dichte an unterschiedlichen Traditionen, Sprachen und politischen Systemen. Was einst die Last Europas war, wird meiner Meinung nach in Zukunft zu seinem größten Kapital, der Kreativität. In einer kommerziellen und immer wertfreieren Welt werden Traditionen und gelebte Werte eine wieder größere Rolle spielen. Denn Traditionen sind Geschichten und ohne Geschichten kann sich eine Gesellschaft nicht neu erfinden. Unser Kontinent ist voll an unterschiedlichsten und wir haben die Möglichkeit und die Verpflichtung, diese immer neu zu interpretieren und auszugestalten. Früher hatte jedes Land einen eigenen Farbcode, bedingt durch die mehrheitlich vorzufindenden Steine, Holzarten und natürliche Farbstoffe in dieser Region. Man konnte Leute an ihrer Kleidung erkennen. Dies führte zu einer kulturellen Wiedererkennung und zu Bindung. Jede europäische Tourismusregion, die starke eigene Traditionen zu bieten hat, verzeichnet steigende Popularität. Australier reisen in der Schweiz am liebsten nach Appenzell. Amerikaner in Europa nach Paris, Rom oder Wien. Dies zeigt meines Erachtens den klaren Trend zur Identitätfindung oder Identitätsstiftung. Denn im Unterschied zu den USA und den meisten asiatischen Städten, die ich auch bereise, hat Europa viel mehr zu bieten als austauschbare Hochhaus-Skylines. Die heutigen Villen und Apartmentparks in den USA erinnern in ihrer immer wiederkehrenden Gleichheit und Monotonie doch eher an sowjetische Plattenbausiedlungen. Es geht mir hier nicht darum zu kritisieren, sondern ich beobachte. Denn was uns in Zukunft bei vielen Gestaltungen fehlen wird, ist der Überraschungseffekt.
und damit meine ich auch den Mehrwert, haben wir also den Mut, diese Unterschiede zu leben und zu gestalten. Auch das globale Trendscouting führt zunehmend zu gleichermaßen seelenlosen Massenprodukten und schlussendlich zu einer Entwertung dieser. Ich habe das kürzlich anlässlich einer Präsentation bei der Firma Kindl etwas überspitzt so formuliert. Was wir in Zukunft anbieten sollten, heißt im Web, cannot be found on Google. Ein schwieriges Unterfangen und vielleicht bin ich hier etwas weit im Zeitfenster voraus. Dennoch glaube ich, dass es in Zukunft genau dieses wieder zu entdecken gilt. Ich bin mir sicher, wir stehen vor einer Renaissance europäischer Werte. Um dies nochmal zu illustrieren, nun die letzten 4 Moodboards aus dem Bereich Heimtextilien. Hier sehen wir das Thema The Historian. Das ist die Wiederentdeckung des 17. Jahrhunderts in seiner fülligen Pracht. Stoffe wie Rüstungen, hauptsächlich für den russischen Markt entwickelt. Die Farbpalette Flash, Copper, Gold und Black. Dann das Thema The Eccentric, der Exzentriker, die Betonung zum Nationalen, British oder Baltisch, Extravaganz, hier die Farbpalette Tomato Red, Plum, Purple. Der Sucher in allen Schichten, in die Tiefen der natürlichen Elemente eintauchen. Die Farbpalette hier, Amethyst und Copper. Und am Schluss der Inventor, technische Highlights, Prägungen, Cutouts und hier die Farbpalette vor allem Neon. Ich bin kein professioneller Sprecher, wie man ja sicher merken konnte, und bedanke mich trotzdem herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit habe ich geschlossen.